Hallo, es haben mich einige jetzt schon gefragt wegen der Osmo Action 5, ob ein Upgrade lohnt und was sie kann jetzt. Deshalb als Antwort an euch haue ich mal schnell dieses Labor-Video raus. Normalerweise antworte ich ja in Shorts die Zuschauerfragen, aber da reicht wohl keine Minute dieses Mal. Gleich mal zu Beginn, nein, entgegen den ganzen Gerüchten, die kursierten, gibt es keine zwei Kameras, wie es bei Insta zum Beispiel ist, mit der Ace und der Ace Pro. Heute wollen wir uns das mal theoretisch anschauen und einordnen und wie viel Pro jetzt in der Kamera wirklich steckt, vor allem aber, was es genau an Änderungen gibt. Ich muss aber gleich mal vorwegnehmen, dass sich meine Freude auch in Grenzen hält, aus verschiedenen Gründen, die ich euch auch gleich erklären werde im Anschluss.